Auch das Ostreich wurde nach dem Tod Ludwigs des Deutschen 876 unter seinen drei Söhnen aufgeteilt. Der Teilungsvertrag dazu stammte aus dem Jahr 865. Karlmann erhielt Bayern, Ludwig der Jüngere Ostfranken, Thüringen und Sachsen und Karl der Dritte Schwaben. Sie heirateten zur Absicherung auch gleich in den alten Stammesadel ihrer Gebiete ein. Karlmanns Anteil fiel 879 an Ludwig und dessen Reich, 882 an Karl dem Dritten, der nach dem Tod des Westfranken Karlmann auch dessen Reich übernehmen konnte und so als letzter noch einmal das Frankenreich vereinte. Als Karl der Dritte schließlich 887 wegen Unfähigkeit und Krankheit abgesetzt wurde, entstanden überall unabhängige Herrschaften. So gab es dann um 900 Ostfranken, Westfranken, Italien und Burgund, deren Eigenständigkeit erst eine Frage der zukünftigen Entwicklung war. Das Ostfränkische Reich ging nun in einem langen Prozess zum Deutschen Reich über. Der Name Regnum Teutonicum kommt erst im 11. Jahrhundert auf. Auf Karl dem Dritten folgte im Osten noch der Karolinger Arnulf von Kärnten. Er war ein außerehelicher Sohn des ostfränkischen Königs Karlmann. Aufgrund dieser Legitimitätsprobleme wurde er bei der Nachfolge im Westen übergangen. König Karlmann setzte Arnulf nach 876 als Amtsträger in Karantanien ein. Von dort aus konnte er rasch seinen Machtbereich auf Unterpannonien ausdehnen. Allerdings gelang es ihm nicht, seine Macht auch auf den nördlichen Donauraum auszudehnen. Arnulf versuchte nach dem Tod seines Vaters 880 zunächst nicht an die Macht zu kommen. Als Karl der Dritte politisch immer schwächer wurde, verband Arnulf sich mit den anderen zum Sturz des Kaisers. Entscheidend war, dass sich schließlich die Großen des Ostfränkischen Reiches hinter Arnulf stellten. 887 übernahm er die Macht. Nach diesem Staatsstreich und seiner Wahl zog sich Arnulf sofort in sein Kernland Bayern bzw. Karantanien zurück. So konnte er seine Herrschaft erst einmal festigen. In dieser Situation war an ein Eingreifen in andere fränkische Gebiete nicht zu denken. 888 lehnte er daher die vom westfränkischen Großen und Bischöfen angebotene Königswahl ab. Sogar 890 noch als die päpstliche Einladung nach Italien. Allerdings machte er zugleich die Oberherrschaft in Lothringen und Oberitalien geltend, die er durchsetzen konnte. In seinen Kernländern Bayern und Karantanien baute er auf ein Bündnis mit einheimischen Eliten. Das ebnete den Luitpoldingern und Sieghardingern den Weg zur zukünftigen Macht in diesem Raum. Dieses System behielt er bei, was langfristig zu einer Teilhabe des Adels am Reich führte. Neben den bereits bekannten Normannen und Slawen traten mit den Ungarn neue äußere Gegner auf. Ursprünglich hatte Arnulf in seinem Kampf gegen Mähren selbst die Ungarn zu Hilfe gerufen. Sie sollten sich nun in Pannonien festsetzen und prägten die mitteleuropäische Politik im 10. Jahrhundert. Erst 894 kam Arnulf nach einem Hilferuf des Papstes nach Italien. Das brachte ihm die italienische Königskrone ein. 896 wurde er in Rom zum Kaiser gekrönt. Auf seiner Rückkehr erkrankte er schwer und erholte sich nicht mehr. 899 starb Arnulf von Kärnten, vermutlich in seiner Lieblingsresidenz Regensburg. Arnulf hinterließ nur einen Sohn aus gültiger Ehe, Ludwig den Vierten, das Kind. Er wurde um 893 geboren und starb bereits 911. Nach dem Tod Arnulfs wurde er 900 zum König erhoben. Seine Krönung ist die erste gesicherte der ostfränkisch-deutschen Geschichte. Der Schwerpunkt seiner Herrschaft lag in Bayern und Franken. Da Ludwig noch unmündig war, ging die Herrschaft auf den Adel und das Episkopat über.
So kam es zu einem Wiedererstarken der Stammesherzogtümer. Mit ihm erlosch die ostfränkische Linie der Karolinger.